Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal. Und wieso habe ich das Gefühl? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Frames schlechter sind. Fängt es an zu schneien oder ist das Staub oder ist das Fallout? Ich glaube, es ist Fallout. Ich glaube, es ist eine Atombombe explodiert. Wir sind eigentlich in New Vegas. Ja, Fallout ist jetzt auch voll zu Ende. Das ist gut. Ja, der ist vorbei. Dann kann ich mich hier jetzt, ja. Was? Was ist das für ein Haus? Torhaus. Ach, schön. Wir hatten ja letzte Folge hier Teil und Herrsche. Genau. Dass wir da der Frau aus der Drogensucht helfen sollen. Aber wir gehen erstmal in das Torhaus. Wenn das hier direkt so ist. Und ich hätte jetzt eher gedacht, dass das irgendwie so ein Verkaufsding vom Mann da ist. So, wieso habe ich das Gefühl, dass meine Maus sich hier so langsam bewegt hat? Fremdenviertel. Ja, ich habe schon irgendwie erwartet, dass hier nichts ist, deswegen ist das auch nicht weiter schlimm. So, was ich ja nochmal wissen wollte, ne, man konnte sich ja hier, genau, schnell reisen, ne? Ich kann mir, beim besten Willen, kann ich mir nicht vorstellen. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Wegestreue, zu viel kyranischer Philosophie schon, den die Menschen lesen. Das sind doch die wahren Ursachen für alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Stadt gibt, die so groß ist, dass man da, Wegweiser bräuchte. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Ja. Ach, das ist ja alles ist hier wahrscheinlich mit Torhaus. Na gut, das ist dann vielleicht nicht so. Mal fast zum Gruße. So, hier kann ich bestimmt. Ach, guck mal. Gut geraten. Hier kann ich die Pflanzen pflücken. Ist hier. Versteckt sich hier vielleicht ganz geheim eine Eis. Ha. Hier versteckt sich ein Hammer. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass sich hier so eine Eispranke versteckt. Irgendwie. Hätte ich mir gut vorstellen können. Wow, 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 wow. Aber dass man die Pflanzen. Es ist schön hier, ne? Sehr viel Grün in der Stadt, muss ich mal sagen. Das gefällt mir so. Wer bist du? Stadtwache. Madame. Ach, da geht's in Kasernen. Kasernenviertel, was? Okay. Ich glaube, es ist wirklich New Vegas. Ich wollte nämlich gerade irgendwie so eine Andeutung machen, dass die Stadt nämlich genauso aufgeteilt ist wie in New Vegas. Dass man da so unterschiedliche Stadtteile hat. Durum Greenbart. Wildmagier im Sonnentempel. Hallo. Madame. Aber ich hasse es, wenn die Leute Namen haben, aber man nicht mit denen reden kann. Der Arker Doppelbock. Zum tanzenden Nomaden. Aha. Ich fand es übrigens gut, dass die da was aus Sound of Skywinds integriert haben, nämlich dass man die Dinger von außen hört. Es geht nie ab. Party! Oh, das ist eine Maid. Ich dachte, es wäre eine Dirne. Wieder was? Hallo? Ich wollte. Ein Kräuterelixier für meine Haare. Habe ich das denn hingepackt? Na los, geht weiter! Ja, ich bin Kunde! Ich suche eine Bleibe für die Nacht. Ist es frei? Klar gibt's ein Zimmer. Es ist kein arker Adelszimmer, aber warm und lausfrei. Ja, nicht hier. Ich will ja nicht zahlen. Hallo? Sichere Straßen. Ich möchte etwas trinken. Klar. Was darf sein? Oh ja, so ein kleines Sex in the Beach. Wäre jetzt was. Da es gibt ja echt den AK-Doppelbock. Mystik. Lehrbuch, Verzauberung. Mhm. Verstehe ich gar nicht, warum die so günstig hier sind. Ach, oder lag es daran, weil ich es jetzt gekauft habe? Ich glaube, es lag daran, weil ich es gekauft habe. Verdammt. Bin ein bisschen dumm gewesen.
bisschen dumm weicht. Ja. Warum sollte ich das? Ich verstehe nicht, warum ich es nicht lesen sollte. Ich lerne doch trotzdem. Huh? Stufe 50. Ja, das, ich verstehe schon ein bisschen, dass man das dann klar auf hohen Stufen nutzen kann und die vielleicht günstigeren oder so nicht, aber... Ihr seid doch Fremdländer, oder? Ich setz mich mal, dann können wir nämlich reden. Ja. Moment mal. Ihr seid doch Fremdländer, oder? Ist das so offensichtlich? Nur wenn man weiß, worauf man achten muss. Ich habe selbst fremdländisches Blut in mir. Baal Hiszel. Erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Sagt, Fremdländer, wenn ihr neu hier seid, sucht ihr vielleicht Arbeit? Ich bin selbst nicht von hier und suche eine tatkräftige Hand. Arbeit ist immer gut. Woher kommt ihr? Arasial. Aber schon in dritter Generation. Außer meinem Namen und meiner Haut ist nicht mehr viel von meinem Ursprung übrig, fürchte ich. Und was wollt ihr von mir? Ich will, dass ihr etwas für mich findet. Wisst ihr, ich bin Heiler. Genau wie mein Vater und mein Großvater auch. Als mein Großvater nach Enderal kam, tat er das im Auftrag einer Arka-Edelfrau. Eine noble Dame, die die Wissenschaft und die Heilkunst zu schätzen wusste. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Großvater verbrachte einen Großteil seines Lebens in einer alten Festung nahe dem zerstörten Dorf Nebelheim, gemeinsam mit einem guten Dutzend anderer Apothekarii. Mein Vater sollte damals in seine Fußstapfen treten, aber bevor er eine Chance dazu hatte, brach die... die Pilzplage aus. Du, sag mal, warum setzt sich die Frau in dich? Denn jetzt hast du ein Gesicht von Frau, aber Körper Mann. Naja, hat die Pilzplage, meint ihr die Verseuchung des Lüsterwaldes? Die meine ich, ja. Hatte das was mit den Forschungen zu tun? Das ist die Frage, die ich mir ebenfalls stelle. Wie ihr euch denken könnt, sind ihr bereits mehrere nachgegangen. Und offiziell heißt es nein. Die Pilzplage war ein magisches Phänomen. Ein Fluch, wie die Bauern sagen, mehr nicht. Ich glaube aber, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe in den letzten 5 Jahren Nachforschungen angestellt. Und mittlerweile glaube ich, die Plage wurde absichtlich herbeigeführt. Absichtlich herbeigeführt? Warum sollte jemand willentlich einen ganzen Landstreich festnehmen? Das werdet ihr für mich herausfinden. Reist zur alten Festung nahe Nebelheim. Dort haben wir damals geforscht. Und wenn ihr eine Antwort für mich findet, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Warum ist euch die ganze Sache so wichtig? Weil ich es verstehen will. Wisst ihr, wir Arasealer glauben an die Ahnenschuld. Und wenn mein Großvater etwas mit dieser Katastrophe zu tun hatte, dann trage auch ich einen Teil der Verantwortung. Außerdem glaube ich, dass ich, wenn ich nur Zugriff auf die Proben hätte, einiges erreichen könnte. Der Pilz ist weitaus mächtiger, als die hiesigen Apothekarii glauben. Er kann töten, ja, aber er kann auch heilen. Meinem Vater war das einerlei, aber ich bin anders. Und wenn es eines gibt, das ich in meinem Leben noch erreichen will, dann ist es... Dann ist es Klarheit. Ich glaube... Also, ich habe ja schon letzte Folge, oder was du so gesagt hast, wo die da über schon AGs haben. Ne, letzte Folge müsste es gewesen sein. Habe ich ja schon gesagt, es ist sehr fortschrittlich. Und jetzt entdecken die hier auch noch Penicillin. Was ist das denn? Warum geht ihr nicht einfach selbst? Schaut mich an. Dann habt ihr die Antwort. Erwähnenswert ist wohl auch noch, dass seit diesem roten Wahnsinn gefühlte Armeen verunglückter Wanderer den Flüsterwald jetzt als Verlorene durchstreifen.
Es ist zu gefährlich, um es auf den Punkt zu bringen. Deswegen wird es auch nicht zu eurem Nachteil sein, wenn ihr mir helft. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wie komme ich zu dieser Festung und wonach soll ich suchen? Nach Aufzeichnungen, Proben und allem anderen, was von Relevanz sein könnte. Seht euch einfach um. Hier, ich markiere euch die Festung auf eurer Karte. Am besten nehmt ihr den Myraden nach Nebelheim. Im alten Hafen dort findet ihr das Haus, in dem mein Großvater gelebt hat. Und dort, in einer alten Kommode, sollte sich auch noch der Schlüssel für die Festung befinden. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr das Material habt, treffen wir uns in der Unterstadt am Wasserberg. Dort ist mein Labor. Und danke. Wirklich. Interessant. Warum muss das Zeug so teuer sein? So, ein Arbeiter. Können wir mit dem Spieltisch interagieren? Irgendwie, dass das auch funktioniert? Achso, wir sollen uns setzen. Ein Spiel würde ich gerne spielen. Vielleicht ist das ja wie Karawane. Der Spieltisch ist derzeit unbesetzt, kommt ab und danach. Da sitzt doch einer! Ey, unfassbar. Was ist das denn? Oh, ein Kasten voll Biere. Oh, wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier hin? Hallo. Oh, aha. Na, wenn das nicht mal ein Anblick ist, wie wäre es mit etwas Zeit zu zweit? So, ach ja, ich bin ja eine Frau. Fremdländer. Sag mal, also, es gibt ja, also sexuelle Freiheit, ne? Und so, was? Nein, 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 ich will nicht, wenn ich in ihren Kopf gucke. Nee, 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 das turnt mich nicht so an. Türexperte. Okay. Das heißt nicht Zuckerstriezel. Das heißt Sweet Roll. Oder wenigstens Zuckerrolle. Magischen Disziplin Elementarismus. Haben wir doch schon gelesen. War nicht aus den Händen gepackt. Eine Tür. Das ist die, die mich ja. Also sowas kann man natürlich. Interessiert ja keinen, ne? Wenn man. Heute Miet im Angebot. Wenn man das. Also. Ihr versteht schon. So, Meister. Geselle. Aber Fähigkeiten reichen nicht aus. Na toll. Jo, wir werden mal gerülpst. Bücher, Bücher, Bücher. Ach schon. Ich verstehe. Nee, ich gehe lieber aus der Tür raus, wo ich herkam. So, die sind alle besoffen. Aber ein Auftrag, ne? Das ist ja immer das Schöne, wenn man in so Städten neu ankämmt, egal bei welchem Spiel. Egal bei welchem Spiel. Noch extremer bei Rollenspielen, aber tatsächlich auch bei anderen Spielen, die so eine offene Karte haben. Es ist halt immer Aufträge, 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 Aufträge. Immer. Hurra, die Spiele von Cyberwatch stehen jetzt zur Verfügung. Verfügung. Alles klar, Digga. Ich denke mal, wenn. Warum schaut ihr mich so dämlich an? Ella Wundervoll. Grüße. Und von den Meinen in eure Hände wandert. Du nicht? Madame. Was ist das? Ein Schrein, Thron. Wie dem auch sei. Hallo, wer sind Sie? Synahar. Ich hoffe, wenn man das mit denen reden kann, aber es ist einfach nicht so. Hallo! Oh, schicke ihr Dame. Da, ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Leib unvergleichlich duftendes, frisches Brot gebrauchen. Die sieht aber nett aus, so mit ihren roten Cheeks und blondes Haar und so jung. Marita Rotang. Handeln, entschuldige Frage, aber habt ihr einen Sitzen? Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Alter. Alter. Hat sie gerade wirklich gesagt, auch im Sitzen? Unvergleichliches Brot. Also wirklich Brot. Nur kaufen wir, ne? Wir haben das. Hier hat uns ja
Dingen überzeugt. Eine Ditschbrezel muss ich ja unterstützen. Ditch Mainz, ne? Kennt man ja. Ein Cremetörtchen, ein Dattelkuchen. Oh, ein Dattelkuchen hätte ich jetzt echt Lust drauf. So einen echten Dattelkuchen könnte ich mir lecker vorstellen. Apfelkuchen, Salz. Aber das ist einfach die Bäckerei. Was macht euer Brot so unvergleichlich duftend und frisch? Naja, es ist eben frisch und gut und es duftet sehr. Was soll die Frage? Wow, also wenn du nicht mal Einzelhandelskauffrau gelernt hast, dann weiß ich nicht. Dann ist der Glaube in mir verloren, weil das ist der beste, also die beste Verkäuferin ever gewesen. Gar nicht zu ignorieren. Was ist euer Problem? Was willst du, Alter? Was willst du? Ihr habt meine Gefährtin dumm angeschaut. Ich hab's genau gesehen. Entschuldigt euch auf der Stelle oder es gibt Dick aufs Maul von mir. Was ist? Wer ist deine Ische? Das wüsstet ihr wohl gerne, was? Damit ihr sie verrühren könnt, meine Gertrude. Ich hab euch durchschaut. Von Anfang an. Was ist das? Ich interessiere mich nicht für Frauen. Ich bin hetero. Aha. Ja, dann wollt ihr mich verführen? Natürlich wollt ihr das. Lieber nicht. Ich wusste es in dem Moment, in dem ihr reingekommen seid. Hört mal gut zu, Fremdländer. Ich bin ein Mann mit Stil. Und mit eurer plumpen Kneipenschlägeranmache könnt ihr es gleich vergessen. Und jetzt entschuldigt euch, bevor ich wirklich garstig werde. Und warum? Darum übertreiben wir es nicht mit dem Alkohol. Ihr verspottet mich. Das lasse ich nicht durchgehen. Oh mein Gott. Keine Waffen. Niemand stirbt. So. Alter, jetzt gibt's. Schmeiß dir mal die Brühe raus. So, ich schlag dir mal gleich einen Zahn raus. Dann hast du was. Dann kannst du erstmal nicht streamen. So, danke dafür, Iblali. Na, hab ich dir die Brühe rausgeschmissen? Ist ja schon gut. Lass mich einfach in Ruhe. Elende Schläger. Danke dafür, Iblali. So, ja, ich würde aber erstmal sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.